Das ist entscheidend, dass du zwei Rollen jetzt hast. Vorher warst du in dem Sinne angestellt und jetzt bist du einmal Geschäftsführer und hast auch natürlich dein eigenes Unternehmen. Welche Versicherung brauchst du als Solo-Selbstständiger? Und zwar ist es so, jeder fängt einmal klein an aus dem Nebengewerbe und steigt dann ein in die Selbstständigkeit. Und als Solo-Selbstständiger hast du natürlich zwei Varianten. Variante Nummer eins, du kannst Einzelkämpfer bleiben, ja, kannst dir dort mit deiner Expertise ein sehr schönes Einkommen aufbauen. Es hängt natürlich dann alles an einem selbst, aber hier kann man auch schon sehr erfolgreich werden. Oder das ist das, was wir auch tun und auch natürlich empfehlen, ja, Unternehmer zu werden. Das bedeutet, dass du Mitarbeiter einstellst und dein Unternehmen zum Wachsen bringst. Warum? Als selbstständige Person, als Einzelunternehmen ist deine Zeit gedeckelt und du hast halt letzten Endes nicht so einen großen Hebel, wie wenn du ein Unternehmen hast. Und wenn du eine geniale Dienstleistung hast, ist es eigentlich fast in deiner Pflicht, ja, ein Team aufzubauen und dann letzten Endes noch mehr Personen zu helfen, deinen Mitarbeitern den zukünftigen Arbeitsplatz zu geben. Jetzt ist es so, als Solo-Selbstständiger fragt man sich dann, gerade wenn du eingetreten bist, welche Versicherung brauche ich? Und wir müssen jetzt ganz klar das so sehen, auch wenn du noch keine GmbH hast, ja, und Einzelunternehmen bist oder eine GbR gegründet hast etc., das ist entscheidend, dass du zwei Rollen jetzt hast. Vorher warst du in dem Sinne angestellt und jetzt bist du einmal dein eigener Chef, Geschäftsführer und hast auch natürlich dein eigenes Unternehmen. Das heißt, du bist einmal eine Privatperson und einmal Selbstständiger. Und jetzt ist es so, natürlich hast du diese Risiken, die du vorher im Angestelltenverhältnis hattest, hattest du natürlich genauso, vielleicht noch ein bisschen intensiver. Was bedeutet das? Die klassischen Themen, natürlich von der Privathaftpflichtversicherung, das Thema Unfallversicherung, die Arbeitskraft, dass das richtig abgesichert ist, der Hausrat, das Kfz. Also natürlich all diese Dinge musst du absichern. Und als Solo-Selbstständiger steigt hier sogar das Risiko. Warum? Weil es hängt an dir. Das heißt, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, das heißt, du würdest ausfallen, ja, bei deiner Tätigkeit. Und dann ist es nicht so, dass jetzt jemand da ist wie dein Arbeitgeber, der dich plötzlich auffängt, der dir dann weiterhin Geld zahlt. Nein, dann ist es in dem Sinne so, dass du selbst dafür Vorkehrungen treffen musst. Und das bedeutet, in dieser einen Ebene für dich als Geschäftsführer auf der privaten Seite solltest du schon mal ein richtiges Versicherungskonzept aufgestellt haben. Das nächste ist jetzt deine unternehmerische Tätigkeit. Und jetzt müssen wir Folgendes sehen. Natürlich, wenn du alleine bist, hast du natürlich nicht so viele Kunden wie ein Unternehmen, welches 50 Mitarbeiter hat. Das heißt, die quantitativen, das heißt, die Anzahl von der Risiken sind als Solo-Selbstständiger geringer. Weil logisch, wenn du 10 Kunden betreust, hast du natürlich ein anderes Risiko, als wenn du 110 Kunden in dem Sinne betreust. Weil dann hast du viel mehr Themen und es kann auch viel mehr zu Streitigkeiten, Schadensforderungen in dem Sinne kommen, Forderungsausfällen. Ja, all diese Themen können dann viel, viel leichter entstehen. Was aber nicht bedeutet, dass du als Solo-Selbstständiger alles zu 100% unter Kontrolle hast. Ich sage immer so schön, es geht bei dir darum, als Unternehmer nicht darum, ob du mal einen Rechtsstreit bekommst, sondern es stellt sich wohl eher die Frage, wann du mal einen Rechtsstreit bekommst. Weil egal wie gut deine Dienstleistung ist, du kannst es nicht jedem recht machen. Und da kommt das Thema, die quantitativen, das heißt die Anzahl der Risiken sind noch geringer, aber das Risiko in der anderen Hinsicht ist für dich deutlich größer. Weil jetzt ist es auch so, dass dein Cashflow, dein Umsatz, sich auf eine geringe Anzahl von Kunden in dem Sinne konzentriert. Und das bedeutet, jetzt gerade in der Anfangsphase, wo du jetzt nicht, ja, extrem hohe Rücklagen hast, ja, wo jetzt nicht auf deinem Bankkonto 1 Million Euro in dem Sinne liegen und es entsteht ein Problem oder es brechen Kunden weg, du nimmst einfach das Geld, wirfst es dort drauf und es verschwindet nahezu in Gänze. Das ist natürlich nicht der Fall. Und deswegen ist es gerade so, dass du als Solo-Selbstständiger ein richtiges Absicherungskonzept letzten Endes hast und dich natürlich auch schon mit den Gedanken befasst, wie mache ich das Thema Vermögensaufbau. Wir haben dazu das Protect and Growth System für dich entwickelt.
um dir genau dort zu zeigen, wo stehst du in welcher Situation. Und du brauchst jetzt auch keine Angst zu haben, oh Gott, jetzt ich muss ja erstmal anfangen, ich will jetzt nicht so viel Geld dafür ausgeben. Nein, ja, natürlich nicht, sondern all das, was installiert wird, ist genau auf dein Level, auf dein unternehmerisches Level zugeschnitten. Weil jetzt haben wir wieder das Beispiel. Ja, natürlich, wenn das Risiko quantitativ in dem Sinne viel geringer ist, dann macht sich das auch auf den Preis aufmerksam. Ja, weil es ist ganz klar, dass wenn du jetzt ein Unternehmen hast, ja, mit 50 Mitarbeitern plus mit Millionen Umsätzen, dass du dann ein ganz anderes Risiko für einen zum Beispiel Versicherungsträger darstellst, als es dann letzten Endes der Fall ist von einem Solo-Selbstständigen, ja, der noch relativ überschaubare Umsätze hat und noch nicht mal Mitarbeiter oder gegebenenfalls du machst es noch aus dem Homeoffice raus. Das heißt, da ist wirklich dieses Versicherungskonzept und auch das Protect and Grow System auf einem sehr lowen Level angesiedelt. Aber entscheidend ist es, dass du jetzt schon, ja, dich richtig aufstellst, dass du keine Fehler machst, sodass du dann bei deinem Plan, ja, in deinem Tempo skalieren kannst. Und nahezu fast alle Kunden, die wir betreuen, die wollen immer weiter, die wollen das Unternehmen in dem Sinne aufbauen und was Großes erschaffen. Aber wir haben natürlich auch vereinzelt Personen dabei, die sagen, ich will es in dem Sinne so halten, wie ich es jetzt habe. Ich möchte noch ein bisschen mit meinen Preisen nach oben gehen, aber ich kann super leben. Ich möchte jetzt nicht mein komplettes Leben der Arbeit verschreiben. Egal, wie du diese Punkte in dem Sinne hast, wir haben für jeden Bereich und auch für jedes Level, wo du dich befindest, haben wir das richtige Konzept. Ja, das heißt, egal ob du Marktführer bist mit Riesenteam oder im Nebenberuf oder dich gerade selbstständig gemacht hast, wir sind für dich dein richtiger Ansprechpartner. Und noch eine ganz wichtige Sache bei unserem Protect-System, ja, das bedeutet, wo wir dich, dein Unternehmen schützen und absichern, dieses Protect-System bei uns ist gesamtkostenfrei. Das heißt, wenn du mit uns das Gespräch suchst, es gibt keine Setup-Gebühr und keine monatliche Betreuung, sondern im Protect-Bereich werden wir von den Versicherungsträgern letzten Endes direkt bezahlt. So hast du überhaupt gar kein Risiko und kannst unsere individuelle Beratung in Anspruch nehmen, auch wenn du noch nicht auf einem extrem hohen Level unterwegs bist, sondern gerade mit anfängst. Und dort können wir dir auch sehr, sehr viel Input geben, weil wir haben selbst im Nebengewerbe angefangen. Ich habe mein Unternehmen aus dem Studium heraus damals gegründet und wir haben jetzt ein Team, wir haben ein Büro und wir haben Kunden, die in der Marktführerschaft unterwegs sind, die wir begleiten und sind diesen Weg mit unseren Kunden mitgegangen. Das Gleiche können wir auch für dich umsetzen. Wenn das für dich interessant klingt, dann habe ich dir unter dem Video einen Link beigefügt. Dort gelangst du auf unsere Website. Trag dich einfach ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir freuen uns auf dich. Dein Marc Sonne.